Das erste im 20. Jahrhundert stattgefundene maritime Gefecht mit Schlachtschiffen hat stattgefunden am 10. August 1904 in der Seeschlacht im Gelben Meer, als während des russisch-japanischen Krieges die russische Flotte bei dem Versuch scheiterte, aus diesem Randmeer des Pazifischen Ozeans auszubrechen. Das zweite war die vom 27. bis 28. Mai 1905 ausgetragene Seeschlacht bei der japanischen Insel im japanischen Meer Tsushima während des russisch-japanischen Krieges zwischen dem von Frankreich unterstützten russischen Kaiserreichs und dem von Großbritannien unterstützten Japan. Es endete mit der vernichtenden Niederlage der russischen Flotte. Hier ein völlig zusammengeschossener russischer Zerstörer. Und das dritte im Ersten Weltkrieg vom 31. Mai bis 1. Juni 1916 im Skagerrak, dem Teil der Nordsee zwischen der Nordküste des dänischen Jütlands, der Südküste Norwegens und der nördlichen Westküste Schwedens. Die Skagerrak-Schlacht war bis dahin die größte Seeschlacht der Geschichte, in der ausschließlich schwer bewaffnete Schlachtschiffe teilgenommen haben. Dabei hatte die Royal Navy unter den Admiralen John Jellicoe und David Biddy 45 Großkampfschiffe eingesetzt, darunter bemerkenswert für dieses Jahr das Flugzeugmutterschiff HMS Engadin mit zwei Torpedobombern vom Typ Short 225 und zwei Aufklärungs- und Bombenflugzeugen Sopwith Baby sowie 106 weiteren kleineren Einheiten. Die 151 britischen Einheiten standen gegen die 27 Großkampfschiffe und 72 kleinere Einheiten der Kaiserlichen Deutschen Hochseeflotte, geführt von den Vizeadmirälen Reinhard Scheer und Franz von Hipper. In der Schlacht selbst hatten die deutschen Schiffe der Royal Navy erheblich größere Verluste zufügen können, als sie selbst verloren hatte. Drei britische Schlachtkreuzer waren versenkt worden, die Queen Mary, hier explodiert das Schiff, Indefatigable und Invincible. Weitere drei Panzerkreuzer und acht Zerstörer mit zusammen 6.094 Gefallenen. Bei der deutschen Marine hatte der schwer beschädigte große Kreuzer Lützow selbst versenkt werden müssen. Im Gefecht waren versenkt worden das Linienschiff Pommern, die kleinen Kreuzer Rostock, Elbing, Frauenlob und Wiesbaden, auf dem Johann Kienau gefallen ist, besser bekannt als Gorch Fock. Dazu kamen noch 5 Torpedoboote. Insgesamt waren 2.551 deutsche Marinesoldaten gefallen. Allerdings kannte diese Schlacht keine klaren Gewinner, da danach die zahlenmäßige Überlegenheit der Briten immer noch zu groß gewesen war, um an der maritimen Gesamtsituation etwas zu ändern, einschließlich der Aufrechterhaltung der britischen Nordseeblockade gegen Deutschland. Die war sogar noch nach der Kapitulation im November 18 aufrechterhalten worden, konkret bis zum Sommer 19, um damit die deutsche Unterschrift unter dem Versailler Vertrag zu erzwingen. Insgesamt hat dieser völkerrechtlich ungesetzliche, ja verbrecherische Akt den zusätzlichen Tod von bis zu 760.000 deutschen Zivilisten bewirkt, alte Frauen und Kinder. Hinter der Blockade zur Abschneidung Deutschlands von Lebensmittellieferungen auf dem Seeweg stand einmal mehr der erste Lord der Admiralität, der politisch mehr als wendige Winston Churchill, der in der Politik seine Ministerämter gewechselt hat, wie andere Leute ihre Hüte. Auch im Zweiten Weltkrieg hatten mit deutscher Beteiligung mehrere mit Schlachtschiffen geführte Seegefechte stattgefunden, die 1939 mit dem Verlust des Panzerschiffs Admiral Graf Spee, 1940 mit dem schweren Kreuzer Blücher und 1941 mit dem Schlachtschiff Bismarck drei Großkampfschiffe geendet hatten. Als dann am Ende des Jahres 1942 das Kriegsmarineunternehmen Regenbogen gegen einen alliierten Konvoi in der Barentssee mit dem Panzerschiff Lützow, dem schweren Kreuzer Admiral Hipper und weiteren 6 Zerstörern gescheitert war, war damit auch das Ende
der deutschen Überwassereinheiten eingeläutet worden. Was nun den Verlust der Bismarck betraf, war der ausgelöst worden durch mehrere vom britischen Flugzeugträger Ark Royal aufgestiegenen Ferry Swordfish Torpedobombern, welche am Abend die Bismarck angegriffen und dabei einen Torpedotreffer am Heck erzielt hatten. Der hatte die Ruderanlage so schwer beschädigt, dass sie manövrierfähig wurde und jetzt nur noch im Kreis bzw. langsam gegen den Wind fahren konnte. Den Rest besorgten dann ein halbes Dutzend britischer Zerstörer, die der Bismarck, die jetzt mit den mehr als 2100 Gefallenen auf dem Meeresboden ruht, den Todesstoß gegeben haben. Schließlich gab es im Zweiten Weltkrieg zwischen der kaiserlich-japanischen Marine und der United States Navy im Zuge des Pazifikkrieges 6 weitere kombinierte See- und Luftschlachten, die aber auch als sogenannte Trägerschlachten bezeichnet werden, da zum ersten Mal in der Militärgeschichte Flugzeugträger die Hauptrolle in einer Seeschlacht spielten. Im Einzelnen waren das die Schlacht im Korallenmeer am 7. und 8. Mai 1942 südwestlich der Salomonen und ostwärts von Neuguinea. Die Schlacht im Midway vom 4. bis 7. Juni 1942 bei den Midway-Inseln, die Schlacht bei den Ostsalomonen vom 23. bis zum 25. August 1942, die Schlacht bei den Santa Cruz-Inseln vom 25. bis 27. Oktober 1942, die Schlacht in der Philippinensee vom 19. bis 20. Juni 1944 und schließlich die See- und Luftschlacht im Golf von Leyte, auch zweite Schlacht in der Philippinensee genannt, vom 23. bis 26. Oktober 1944 zwischen 173 US-amerikanischen und 63 japanischen Kriegsschiffen mit rund 200.000 Soldaten, womit sie eine der größten Seeschlachten der Geschichte ist. Aber, ich habe es erwähnt, war immer die neue Waffe ausschlaggebend geworden, das Flugzeug. Wirft man nun einen Blick in das 19. Jahrhundert, fallen zwei Seeschlachten besonders ins Auge. Die bekannteste ist die während des dritten Koalitionskrieges gegen Napoleon I. am 21. Oktober 1805 ausgetragene Seeschlacht von Trafalgar, etwa 40 Kilometer südöstlich der Provinzhauptstadt Cadiz, am nordwestlichen Ende der Straße von Gibraltar. Diese Schlacht, gewonnen von der britischen Flotte unter dem während der Kämpfe gefallenen Vizeadmiral Horatio Nelson und Vizeadmiral Cuthbert Collingwood gegen die französisch-spanische Flotte unter dem französischen Vizeadmiral Pierre de Villeneuve und dem spanischen Admiral Federico Gravina, hatte aber nicht nur indirekt zu Napoleons Niederlage auf dem Festland beigetragen, sondern auch Britannien eine mehr als ein Jahrhundert lang dauernde Vorherrschaft zur See gesichert. Doch die bei Trafalgar eingesetzten Schiffe waren noch gewesen mit Kanonen bestückte, mehrdeckige, hölzerne Segelschiffe, auch Linienschiffe genannt, da sie stets in Kiellinie gesegelt sind, wie hier 1849 die russische Schwarzmeerflotte bei einer Parade vor Sevastopol. Das andere Seegefecht war die Seeschlacht bei der Insel Lissa am 20. Juli 1866, die zugleich auch die erste europäische Seeschlacht zwischen Panzerschiffen war, zwischen der österreichischen und der italienischen Flotte. Wer sich nun etwas mit den Daten der deutschen Einigungskriege auskennt, wird vielleicht das Datum in Verbindung bringen mit dem deutschen Bruderkrieg von 1866, dem Preußisch-Österreichischen Krieg, und liegt damit auch richtig. Denn tatsächlich war die Seeschlacht von Lissa, kroatisch Fis, ein Teil dieses Krieges gewesen. Aber wie war es dazu gekommen? Nun, die Ursache des Deutsch-Deutschen Krieges von 1866 war ja der Wunsch des Bundeskanzlers des Norddeutschen Bundes, Otto von Bismarck, an die Stelle des lose gefügten Deutschen Bundes einen starken deutschen Einheitsstaat zu setzen, allerdings unter preußischer Führung, was die links gezeigte kleindeutsche Lösung gewesen wäre.
Die Einigung der deutschen Stämme war aber auch ein Wunsch Österreichs, wobei es zur großdeutschen Lösung als Alternative auch noch die großösterreichische gab. Über diese politische Frage, klein oder großdeutsch, war es am 14. Juni 1866 zwischen den beiden Großmächten Österreich und Preußen zum Krieg gekommen. Während die in grün markierten deutschen Staaten Bayern, Württemberg, Sachsen, Hannover und einige kleinere deutsche Staaten an die Seite Österreichs getreten waren, war es Bismarck gelungen, Bundesgenossen zu gewinnen mit den kleinen norddeutschen Staaten und, zur allgemeinen Überraschung, dem erst 1861 gegründeten Königreich Italien. Das wollte nun im Zuge des dritten italienischen Unabhängigkeitskrieges, der zeitgleich mit dem preußisch-österreichischen Krieg stattfand, bei dieser Gelegenheit das in Schwarz gezeigte Königreich Lombardo-Venetien zurückerobern. Das letzte rein italienische Gebiet, das noch unter österreichischer Herrschaft stand. Lombardo-Venetien, hier die Fahne, war am 9. Juni 1815 als Ergebnis des Wiener Kongresses geschaffen worden und bis 1859 bzw. 66 ein Land innerhalb des Kaisertums Österreich. 1859, da Österreich die rot umrandete Lombardei nach der Niederlage im Zweiten Italienischen Unabhängigkeitskrieg, hinter dem Großbritannien und Frankreich standen, an Paris abtreten musste und, ohne vorzugreifen, 1866, nachdem im Zusammenhang mit dem deutsch-deutschen Krieg bereits erwähnten Dritten Italienischen Unabhängigkeitskrieg, nachdem dann das grün gezeigte Venetien an Italien fiel. Was den von Bismarck im April 66 abgeschlossenen preußisch-italienischen Allianzvertrag betraf, hatte der das mit Frankreich über einen Geheimvertrag verbündete orange gezeigte Österreich in die unangenehme Lage versetzt, von Anfang an einen Zweifrontenkrieg führen zu müssen gegen Preußen und Italien. Nun wollte ja Italien, wie gehört, im dritten Unabhängigkeitskrieg Venetien erobern und damit auch die österreichische Seevorherrschaft im Adriatischen Meer beenden. In der Adria liegt die damals strategisch wichtige Insel Fis, die unter der österreichischen Herrschaft ab 1814 den italienischen Namen der Insel Lissa trug oder deren Küstenstreifen man auch heute noch Festungen, Türme und Batterien besuchen kann. Aber Lissa, ich gehe noch darauf ein, war nach dem Ersten Weltkrieg kampflos an Italien gefallen, das sich ja rechtzeitig auf die Seite der Sieger gemogelt hatte. Das war so gekommen. 1914, zu Beginn des Ersten Weltkrieges, war Italien seit 1882 im Dreibund mit Deutschland und Österreich verbündet. Dann aber hatte es am 26. April 1915 in London einen Geheimvertrag mit den deutschen Kriegsgegnern Großbritannien, Frankreich und Russland abgeschlossen, die ihm bei einem Sieg der Entente die Gebiete in Gelb versprachen, darunter oben links Südtirol, dann die österreichischen Küstengebiete und natürlich die Insel Lissa, also all das, was ja dann 1918 auch geschehen ist. Jedenfalls hatte das bis dahin neutrale Italien knapp einen Monat nach so vielen Versprechungen der Briten und Franzosen seine Neutralität über Bord geworfen und am 23. Mai 1915 Österreich-Ungarn den Krieg erklärt. Und weil sich das mit dem Seitenwechsel gelohnt hatte, hat das im Zweiten Weltkrieg mit Deutschland verbündete Italien das wiederholt. Am 3. September 1943 handelte es im kleinen sizilianischen Ort Cassibile bei Syrakus einen geheimen Waffenstillstand zwischen Italien und den Alliierten aus, der dann am 8. September 1943 auch offiziell verkündet worden war, womit Italien als Waffenbruder ausfiel und konsequenterweise Deutschland am 13. Oktober 1943 auch den Krieg erklärt hatte. Zurück ins Jahr 1866. Als am 14. Juli der deutsch-deutsche Krieg begann, hatte nur 6 Tage später, am 20. Juni, auch der dritte italienische Unabhängigkeitskrieg begonnen. Allerdings konnte die österreichisch-ungarische Südarmee unter Erzherzog Albrecht von Österreich-Teschen
bereits am 24. Juni die ihnen überlegene italienische Armee unter General Alfonso La Marmora in der Schlacht bei Custozza schlagen. Aber diesen militärischen Sieg hatte Wien nicht ausnutzen können, denn ihre Nordarmee unter dem Feldzeugmeister Ludwig Ritter von Benedek und dem sächsischen Kronprinzen General der Infanterie Albert von Sachsen war am 17. Juli von dem mit Italien verbündeten Preußen unter den Feldmarschällen Helmut von Moltke, Kronprinz Friedrich von Preußen und Eberhard Herwarth von Bittenfeld in der Schlacht bei Königgrätz in Böhmen besiegt worden. Ein paar Wochen später hatte Österreich kapitulieren müssen und musste trotz seines militärischen Erfolges im Süden, ich habe es bereits erwähnt, Venetien an Italien abtreten. Was nun die Lage in der Adria mit der Insel Lissa betraf, hatte der 39 Jahre alte österreichische Flottenkommandant, Konteradmiral Wilhelm von Tegetthoff, den Befehl erhalten, ohne Zeitverzug die KK-Flotte kampfbereit zu machen, wobei das KK für kaiserlich-königlich stand. Tegetthoff war am 28. Dezember 1827 geboren in der damals südsteirischen Stadt Marburg, heute Maribor in Slowenien, als Sohn einer im 17. Jahrhundert aus Westfalen nach Österreich ausgewanderten Offizierfamilie. Allerdings hat seine Heimatstadt Marburg alias Maribor nach dem Zweiten Weltkrieg eine negative Berühmtheit erhalten, als es dort ähnlich wie im 90 Kilometer davon westlich gelegenen Bleiburg im österreichischen Kärnten zu einer systematischen, von oben angeordneten Menschenvernichtungsaktion der jugoslawischen Partisanen an ihren gefangenen Gegnern gekommen war, wobei die zum Teil auf das Grausamste ermordet worden sind. Das alles war geschehen unter der Führung des später von Deutschland West umworbenen kommunistischen Partisanenführers, dann jugoslawischen Ministerpräsidenten Josef Broz Tito, der sich im Krieg besonders der Gunst des britischen Premiers Winston Churchill hatte erfreuen können und 1974 von dem von der SPD gestellten Bundespräsident Heinemann mit der Sonderstufe des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet wurde. Die Opfer waren kriegsgefangene deutsche und italienische Soldaten, deutschsprachige Elemente der Bevölkerung mit Deutschland und Italien im Krieg verbündete kroatische Legionen oder Partisanengruppen gewesen, die entgegen der Zusagen von England an Tito ausgeliefert worden waren, da der verantwortliche britische Offizier Feldmarschall Harold Alexander von Churchill die vielsagende Anweisung bekommen hatte, die kommunistischen Tito-Partisanen seien mit den Briten verbündet. Wie viele Menschen insgesamt ermordet worden waren, es können Hunderttausende gewesen sein, liegt auch heute noch im Dunkeln, da die Tito-Regierung nicht nur jahrzehntelang alles abgestritten hatte, sondern auch systematisch alle Spuren verwischen ließ. Zurück zu Admiral Tegetthoff. Dieser Offizier erfreute sich nicht nur einer außergewöhnlichen Beliebtheit bei allen Dienstgraden seiner Flotte, sondern galt auch seit dem Seegefecht von Helgoland 1864 gegen die dänische Flotte als einer der erfahrensten europäischen Marinebefehlshaber, kriegserfahren und ausgestattet mit großer Kreativität. So hatte er zum Beispiel die fehlende Feuerkraft seiner Schiffe so zu kompensieren versucht, dass er zusätzlich die ungewöhnliche Taktik des Rammens eingeübt und verfeinert hatte. Hier sieht man Panzerschiffe des 19. Jahrhunderts mit Rammbug. Gerade diese Kreativität sollte Tegetthoff in den nächsten Tagen zugutekommen. Denn während er noch die österreichische Flotte gefechtsklar machte, war am 17. Juli das italienische Aufklärungsschiff Messaggero aufgetaucht, dabei ungesetzlich die britische Flagge zeigend, auf dem der italienische Stabschef die Positionen der österreichischen Küstenbatterien und Festungen erkunden wollte. Einen Tag später war dann auch die italienische Flotte unter Admiral Graf Persano vor der Insel erschienen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der noch weit entfernte Tegetthoff nichts anderes tun können, als eine Depesche an die Besatzung der Insel zu schicken. Ausharren, es kommt Ersatz.
Das Kommando über die Besatzung der befestigten und strategisch wichtigen Insel Lissa hatte seit dem 21. Mai 1866 der österreichische Oberst David Freiherr von Oostermagina, dem 1833 Soldaten und 88 zum Teil veraltete Kanonen zur Verfügung standen. Als dann die italienische Flotte am 18. Juli mit der Belagerung und Beschießung von Lissa begonnen hatte, einschließlich eines Angriffs mit Landungstruppen, hatte die österreichische Besatzung den Italienern 3 Tage lang standgehalten und ihnen schwere Verluste zugefügt. Dann, am 20. Juli, war auch die oben gezeigte gesamte österreichische Flotte eingetroffen. 3 Divisionen mit je 7 gepanzerten Kriegsschiffen, 7 hölzernen Dampfschiffen und 13 Kanonenbooten und Hilfsschiffen bzw. Tendern mit insgesamt 7.871 Mann und 532 Kanonen. Allerdings war denen die italienische Kriegsmarine hier nach der Schlacht in Ancona mit 32 Schiffen und Booten, darunter 12 gepanzerten Schiffen und 17 Holzschiffen mit 10.886 Soldaten und 641 Kanonen haushoch überlegen. Auch war die Fahrgeschwindigkeit der Italiener höher und ihre Geschütze besaßen eine größere Reichweite. Um nun das Manko der Ungleichheit der Kräfte zu reduzieren, hatte Admiral Tegetthoff folgende Angriffstaktik. Er wollte seine Schiffe so schnell wie möglich an den Feind heranbringen, um ihm damit den Vorteil der größeren Reichweite seiner Artillerie zu nehmen und einen Kampf zu vermeiden, der die Geschützzahl gegeneinander ausgespielt hätte. Wenn dann seine Schiffe nah genug an die Italiener herangekommen wären, sollte ihr kombiniertes Feuer immer auf einzelne Gegner bis zu dessen Vernichtung liegen. Und als Krönung sollten die Panzerschiffe die italienischen Schiffe anlaufen und durch Rammstoß vernichten. Als Tegetthoffs Flotte in Sichtweite der vor Lissa stehenden Italiener angekommen war, hatte er mit 3 Keilen angreifen lassen. Den ersten Keil, gezeigt in dunkelrot, bestehend aus 7 Schiffen, führte er selbst auf seinem Flaggschiff Erzherzog Ferdinand Max. Die anderen 6 Panzerschiffe waren Habsburg, Kaiser Max, Prinz Eugen, die Panzerfregatte Don Juan de Austria, Drache und Salamander. 1000 Meter dahinter folgte der 2. Keil, rot umrandet, geführt von Kommodore Anton von Petz auf dem 2-Reiher-Linienschiff SMS Kaiser sowie 6 anderen hölzernen Schiffen mit Schraubenantrieb und dem Aufklärer Stadion. Und nach weiteren 1000 Metern folgte als rechte Flankendeckung der 3. grün umrandete Keil unter dem Befehl des Fregattenkapitäns Ludwig Eberle mit 7 Kanonenbooten und 3 Hilfsschiffen. Als sich nun in der von Pulverdampf bereits geschwängerten Luft die Österreicher den grau gestrichenen italienischen Schiffen näherten, hatte Tegetthoff seinen Kommandanten lediglich befohlen, wenn es zur Schlacht kommt, rammt alles, was grau ist. Er hatte dann die Geschwindigkeit noch einmal erhöhen lassen und signalisiert, Distanz schließen, den Feind rammen. Bei diesen nun folgenden ungewöhnlichen Kampfhandlungen sind 2 österreichische Kommandanten gefallen, die KK-Linienschiffskapitäne Heinrich Freier von Moll auf der Panzerfregatte Drache und der Schwede Erik af Klint auf der Schraubenfregatte Novara. Der Dienstgrad Linienschiffkapitän der KK Kriegsmarine entsprach dem Kapitän zur See in der preußischen Marine. Der taktische Plan des italienischen Admirals Persano sah vor, zunächst die österreichische Flotte einzukreisen, dann die Holz von den Panzerschiffen zu trennen, um sie danach einzeln zusammenschießen zu können. Daher war auch zunächst sein bevorzugtes Ziel gewesen das alte Schraubenlinienschiff seiner Majestät Schiff Kaiser. Bildmitte, das größte hölzerne Schiff der österreichischen Flotte. Das war allerdings ungepanzert und bestückt mit 90 veralteten Geschützen. Aber allein die imposante Erscheinung des Zweideckers hatte es zum Gegenstand starker Angriffe der Italiener gemacht, die in Kaiser das Flaggschiff Tegetthoff vermuteten. Aber Kaiser hatte nicht nur erfolgreich die Vorstöße mehrerer italienischer Panzerschiffe abweisen können, sondern hatte sogar einen Rammstoß gegen das Panzerschiff Redi Portogallo geführt, wobei Kaiser aber Galionsfigur, Bugspeed
und Fockmast verloren hatte und sich, wie man hier sieht, beschädigt in den Hafen von Lissa zurückziehen musste. Dafür aber konnte das Panzerschiff Reditalia von Tegetshoff-Flaggschiff Erzherzog Ferdinand Max unter Fregattenkapitän Max Freier von Sterneck mit einem Rammstoß versenkt werden, wobei 381 italienische Seeleute und ihr Kapitän Emilio Fadibruno ums Leben gekommen sind. Hier die wenigen Überlebenden. Und nachdem SMS Ferdinand Max auch das italienische Panzerschiff Palestro gerammt hatte und das in Brand geraten war, war es, als die Flammen die Munitionskammern erreicht hatten, explodiert, wobei noch einmal 231 italienische Seeleute gefallen sind. Daraufhin hatte Persano bei Sonnenuntergang auf seinem schwer beschädigten und 3 Tage später gesunkenen Flaggschiff Affondatore mit seiner inzwischen sowohl Kohle als auch an Munition ermangelnden Flotte nach Nordwest abgedreht, während Tegetshoff siegreiche Flotte vor der Insel verblieben war. Sie hatte Lissa befreit, unterstützt von der Besatzung der Insel unter Oberst David Freier von Oste Marina und damit auch die gesamte Küste vor weiteren Angriffen der Italiener gesichert. Während die italienische Flotte 612 Gefallene, 38 Verwundete, 19 Gefangene und 2 Panzerschiffe verloren hatte und ein weiteres schwer beschädigt worden war, hatten die Österreicher 38 Gefallene und 138 Verwundete bei dem Verlust eines kleineren Schiffes. Das vorbildliche Militärhistorische Museum in Wien erinnert an diese Seeschlacht. 1864, im Dänischen Krieg, links im Bild, hatte die österreichische Marine, Bildmitte, das letzte größere Gefecht zwischen Holzschiffen bestanden. Jetzt bei Lissa, rechts, hatte sie in der ersten Panzerschiffschlacht der europäischen Seekriegsgeschichte gesiegt. Danach erfuhr Kapitän Tegetshoff, der im Alter von 43 Jahren am 7. April 1877 an einer Lungenentzündung in Wien verstorben ist, hohe Ehren. Er war mit dem Kommandeurkreuz des Militär-Maria-Theresien-Ordens ausgezeichnet und zum Vizeadmiral befördert worden. Auch war ihm ein Marsch komponiert und 1886 am Praterstern in Wien ein Säulendenkmal enthüllt worden, das Ähnlichkeit aufweist mit der auf dem Londoner Trafalgar Square stehenden Säule mit Admiral Nelson. Deutschland hat für seine wenigen Seesiege keine Säule mit dem Protagonisten an der Spitze, dafür aber in Berlin die Siegessäule zur Erinnerung an die siegreichen Einigungskriege 1864 gegen Dänemark, 66 gegen Österreich und 70-71 gegen Frankreich. Was aber nun den österreichischen Sieg bei Lissa betraf, hatte alle Tapferkeit und auch die gute Portion Fortune, die zu jeder Schlacht gehört, nicht viel genutzt. Das mit dem Königreich Italien verbündete Preußen hatte bei König Graetz gesiegt und Österreich musste jetzt 1866 mit Preußen und Italien ungünstige Friedensverträge abschließen und hatte nach der Lombardei 1859 nun auch das grün gezeigte Venetien verloren. Aber ganz nutzlos war damals der Sieg der österreichischen Flotte doch nicht gewesen, da dieser Sieg zumindest Triest, Istrien und Dalmatien für Österreich gesichert hat und natürlich auch Südtirol. Wenn nämlich diese Ländereien bereits 1866 an den späteren Kriegsgewinnler des Ersten Weltkrieges Italien gefallen wäre, hätte 1918 das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen nicht entstehen können mit seinem ausgedehnten Küstenstreifen. Und was Südtirol betrifft, hätte Italien bei einer Eroberung von Lissa und den anderen dalmatinischen Inseln diese als Faustpfand nutzen können, um sie später nach Friedensschluss gegen Südtirol auszutauschen. Man kann also feststellen, dass Tegetshoff Südtirol für über 50 Jahre für Österreich gerettet hatte, bis es dann dank der Entente-Zusage im Geheimvertrag von London nach dem Ersten Weltkrieg an Italien fiel. Heute ist dieser schöne Staat die autonome Provinz Bozen-Südtirol mit umfassenden Selbstverwaltungsrechten, einer gediegenen Küche
und einem umfangreichen Weinangebot aus frischen und kräftigen Rot- und Weißweinsorten, das das Herz jeden Gourmets schneller schlagen lässt.